Was geht ab? Willkommen zu der 12. Folge von Captive Minecraft 2. Und ihr werdet vielleicht feststellen, dass der Sound ein bisschen anders ist als sonst. So. Und das liegt einfach daran, weil ich jetzt bei den Mikrofoneinstellungen mal auf Rauschunterdrückung das eingestellt habe. Und ich hoffe, dass es jetzt nicht mehr so schlimm ist. Also, das ist ja unglaublich. Müssen wir hier schon auf 1 stellen, dass die Monster mal ein bisschen leise sind. Ja, auf jeden Fall wollte ich es mal probieren, weil es rauscht einfach wirklich laut. Das schreibt ihr mir auch immer unter vielen Videos drunter, dass es schon nervt. Und ja, also beim alten, das finde ich ziemlich komisch. Also beim alten Mikrofon, was ich sonst mal benutzt habe. Ich habe jetzt zum Beispiel auch mein 136 Fakten Video angeschaut. Da hört man überhaupt kein Rauschen. Das ist wirklich richtig guter Klang. Dieses Logitech G330 war das. Das benutzt EFOS Lab übrigens auch. Und ich glaube, genau deswegen habe ich es auch gekauft, weil es er benutzt. Und das ist einfach ein super Headset, was mich richtig überrascht, weil das kostet eben auch nur so, oder zu dem Zeitpunkt hat es halt nur so, ich denke mal, auf jeden Fall unter 50 Euro gekostet, was richtig ein Schnäppchen ist. Für das Mikrofon, für den Klang. Es hat jetzt zwar nicht vielleicht die besten Lautsprecher, das Headset. Das ist eher ein Bügel-Headset, sowas. Das ist jetzt nicht über dem Kopf drüber, sondern das hängt hinten so. Also das müsst ihr euch mal anschauen. Gebt einfach in Google mein Logitech G330. Jetzt habe ich mal bei Amazon geschaut. Da gibt es jetzt für 200 Euro? Also, ich verstehe die Welt nicht mehr. Ich habe das wirklich für 50 Euro oder... Ich habe es für weniger als 50 Euro bekommen. Also, ich weiß nicht, warum das jetzt plötzlich so teuer ist. Wahrscheinlich haben sie jetzt gemerkt, dass es eigentlich ein richtig gutes Headset ist. Also, ist halt bei einem Anbieter für 200 Euro, aber ich weiß auch nicht. Na gut. Ja, ich habe es mal probiert jetzt mit der Rauschunterdrückung. Jetzt bitte schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr das findet. Ob der Klang denn besser ist. Ja, sonst müsste ich mal wirklich probieren, oder sonst hätte ich wirklich mal vor, dass ich mein altes Headset anschließe und dann halt hoffe, dass es geht, weil ich glaube, das geht sogar noch. Ich wollte einfach nur, ja, aus gar keinem Grund eigentlich ein neues Headset, also einfach nur so, weil ich dachte, dass der Klang dann eher besser wird mit dem neuen Headset, aber wie ihr seht, ist der Klang eigentlich eher schlechter geworden, obwohl es hier ein Sennheiser Headset ist, was ich habe. Das sollte eigentlich eine super Qualität bringen. Aber so super ist es dann wohl doch nicht. Naja. Okay, hier ist Sand. Der wird gleich runterfliegen. Okay, keine Falle. Nice. Okay. Ja. Gucken, wie das mit diesem Sound noch so wird. Genau. Wir haben in der letzten Folge hier einen Stronghold gefunden. Ja, genau hier. Nee, Spaß. Ist noch Lehm. Ich weiß ja nicht, was mit dem ganzen Leben auf sich hat, ne? Aber hier ist der Ding, genau. So. Okay, jetzt grabe ich mich so... Natürlich. Und schon ist die Spitzhacke weg. Gut. Dann muss ich mich mal wieder hochbauen. Jo. Schau mal. Gehen wieder hoch. Ich glaube, ich habe hier nirgends Holz gelagert, oder? Ich glaube, ich muss bis ganz hoch. Oder doch ein bisschen was könnte noch oben in der Truhe sein da. Schauen wir mal kurz. Ah, Mist. Das gibt's ja nicht. Ach Gott, jetzt habe ich mich hier wirklich... Ah, das... Das baue ich jetzt so nicht ab. Baue ich mich so drüber. So. Gut. Wie sieht's aus da unten? Ja, immer noch ziemlich voll. Jetzt haben wir noch eine gute Stimmung. So. Haben wir noch was? Nope. Oder? Na doch, wir hätten sogar noch was. Wir müssten. Ich bräuchte jetzt nur noch einen Ofen. Ah, wisst ihr was? Ich gehe jetzt einfach mal komplett hoch mit diesen ganzen Items, die ich alle mitnehmen kann. Und dann schauen wir mal. Oder dann kommen wir einfach wieder runter, ne? Also ich könnte diesen Bogen hier, genau, den kann ich mal schnell hier reparieren. So, zack. Jetzt passt da schon ein bisschen mehr rein. Ja, den roten Lehmblock, den lassen wir einfach mal hier. Jo.
Okay, jetzt verdammt. Mist, jetzt brauche ich ja noch hier diese Dinger, ne? Diese Leitern. Wie komme ich denn sonst hoch? Ah, ich befürchte Schlimmes, Leute. Da muss ich mich wohl mit Pflastersteinen hochbauen. Na gut. Baue ich mich mit Pflastersteinen hoch und dann muss ich wieder. Das ist jetzt echt blöd. Ich brauche endlich mal einen Setzling, einen guten. Also diese hier kann ich ja. Obwohl! Warte mal, Dschungelsetzling, kann ich. Dschungelsetzling kann man auch als Einzelnen wachsen lassen, genau. Nur bei Dark Oak Sapling, da braucht man unbedingt vier, aber bei Dschungelsapling, da kann man zwar in so einem 2x2 Ding platzieren, aber man kann die auch einzeln wachsen lassen. Genau, Alter. Hey Leute, ich hab's. Genau, wie komme ich denn? Es war so, war wahrscheinlich, wollte mich wahrscheinlich so ein bisschen reinlegen. Oh Gott, stimmt. Schüsseln kann man stacken, okay. Ja gut, dann gehe ich jetzt mal hoch und lass da mal einen Dschungelbaum wachsen. So Leute, und an dieser Stelle habe ich das mit der Rauschunterdrückung wieder beendet, denn ich habe mir das gerade mal angehört, was ich da gelabert habe, und es hört sich wirklich an, als würde ich in eine Banane sprechen oder so. Also wirklich schlimm. Und jetzt hat hier, ich kommentiere jetzt mal eure Kommentare so, das ist jetzt nachkommentiert. Und jetzt das, was ihr hier seht, hat jemand in die Kommentare geschrieben, das soll ich ausprobieren. Einfach neben einer Truhe, die hinter der Grenze steht, nochmal eine Truhe stellen und dann verbindet sich das ja. Und ich kann die leider nicht öffnen, deswegen zerstöre ich gerade wieder. Es hat nämlich Leon Gruner geschrieben. Kannst du. Ja, das, was ich gerade gesagt habe, das brauche ich jetzt nicht mehr vorlesen, was er geschrieben hat. Aber ich finde es eigentlich ganz gut, wenn ich jetzt. Also ich rede das gerade nach. Also ich synchronisiere das, was ich gerade gespielt habe, hier nach quasi. Und ich schaue jetzt gerade auf YouTube die Kommentare an, was ihr geschrieben habt unter die letzte Folge. Zum Beispiel Lorano123 hat auch geschrieben, kommt irgendwann nochmal der Hive-Marathon? Nein, der kommt leider nicht mehr, den habe ich beendet. Ich dachte, ja, der kommt jetzt nicht so gut an und ja, dann habe ich den einfach beendet. Und ja, dann hat er noch geschrieben, nimm die Erde unter der Rose mit. Ja, das muss ich auf jeden Fall noch machen in dieser Folge. Kommt dann noch, keine Angst. Michi Rechi, kommt die Folge so spät wegen der ewig langen YouTube-Bearbeitungszeit? Ja, also, ich habe es schon mal geantwortet. Also, YouTube verarbeitet in letzter Zeit schon ziemlich lang eigentlich, muss man sagen. Es ist schon ziemlich nervig. Aber ich bin auch so ein Typ, der relativ spät immer erst aufnimmt. Was auch ein Grund ist, warum die Videos oft spät kommen. Und ist auch deswegen, hat auch deswegen nicht so mit dem Upload-Plan geklappt. Und ja, dann Sebastian Schleining schreibt MiningTube, kleiner Tipp zu dem OP-Apfel. Wenn ich mich nicht irre, dann brauchst du 72 Gold. Ja, 72 Gold, das kann gut sein. Ferrer hat Gergin schreibt, wann kommt wieder Mining Island und macht weiter so mit YouTube, gefällt mir sehr. No homo. Gefällt mir sehr, hat er geschrieben. Ja, deswegen no homo. Ja, Mining Island kommt oder sollte demnächst wieder kommen. Ich arbeite dran und ja. Keine Sorge, ist nur. Also, ich mache mir nur sehr viele Gedanken über Mining Island und ich habe zurzeit nicht so. Ja, die Motivation jetzt in Mining Island weiterzumachen. Ich weiß auch nicht warum. Aber. Ja, die kommt auf jeden Fall wieder. Du, dann Clemens Hensel schreibt: Du hättest die Milch für einen Kuchen benutzen können. Einen Kuchen zu machen ist auch ein Erfolg. Ja, aber für die Milch brauche ich leider noch Eier. Dann Junge. Sauschlager schreibt, ich kenne die Namen auch nicht, nur Granit, ja genau. Ich hätte mir die Kommentare vielleicht zuerst durchlesen sollen, was überhaupt Fragen sind. Kleiner Bobby schreibt, hey Michi, geiles Video, kannst du mir vielleicht sagen, wie das Texture-Pack heißt? Ich kann auch nicht lesen. Das Texture-Pack heißt Faceful, ganz easy. Ja, Predator King, glaube ich, soll das dann heißen, ausgeschrieben. Oh, das tut mir echt leid, was er da geschrieben hat. Also, da bin ich echt sehr am Boden zerstört, wo ich das gelesen habe. Oder war ich am Boden zerstört? Banner-Intros, Server, alles habe ich für dich gemacht seit 7 Monaten und nie hast du mir geantwortet. Jetzt ist es zu spät. Es gibt nette, bessere und wichtigste Faktor, nichts abgehobene YouTuber als dich. Wo du deine 9000-Abo-Marke geknackt hast, warst du weg. Bye bye forever. Ja, The Pratt King 36, es tut mir wirklich sehr, sehr leid, dass ich nie auf deine Sachen geantwortet habe. Ich weiß auch nicht. Ich habe doch irgendwann mal geantwortet, bestimmt, aber keine Ahnung. Ich habe wirklich nichts von dir bekommen. Also in meinem Postfach oder so habe ich
bis heute noch keine Intro oder sowas von dir gesehen. Ich weiß nicht, ist da ein Missverständnis vielleicht passiert? Hast du mir die Sachen überhaupt in YouTube als PN geschrieben? Ich weiß es nicht. Es tut mir wirklich sehr, sehr leid, dass ich nicht geantwortet habe. Ich bin manchmal einfach so ein fauler Sack, der einfach nicht antwortet. Ich lese manchmal Kommentare und denke mir, oh, da antworte ich jetzt, dann antworte ich doch nicht. Das tut mir wirklich sehr, sehr leid. Tut mir im Herzen weh. Aber ich hoffe, du bleibst trotzdem. Oder ich weiß nicht, ob du dir jemals noch ein Video von mir anschaust. Es tut mir so leid. Dann Yannick Jojo schreibt, mach es mit Ranken, die vom Kanal. Ja, das ist eigentlich eine gute Idee. Also anstatt halt den Leitern mit den Ranken da runter zu klettern quasi. Aber die wachsen halt ein bisschen langsam, ne? Ist so das Problem. Aber ich weiß nicht. Ich glaube, ich mach's lieber mit Leitern. Die wachsen nicht überall hin. Finde ich, glaube ich, besser. Und jetzt habe ich auch einen Baum gefunden hier in Setzlingen und dann geht es schon. Dann Ferhat Gerchin schreibt, er hat das Video falsch gekartet. Ich habe es nicht falsch gekartet, nein, nein. Und ja, das war es jetzt mit den Kommentaren, die ich jetzt kommentiert habe. Jetzt geht's weiter. Okay, also ich schmelze hier gerade den Lehm zu. Oder ich härte ihn, sagen wir es mal so. Deswegen heißt er dann gehärteter Lehm. Und wir haben ja hier auch schon. Wo haben wir denn? Wo bist du denn? Hier. 7 gehärteten Lehm hatten wir schon. Und ja, das habe ich ganz verpeilt. Ich bin manchmal echt. Ich habe manchmal ein Kloß in mir. Im Hirn, meine ich. Jetzt gerade schon wieder. Und kann ich richtig denken. Also, ich dachte ja, weil ich hatte 7 gehärtete Lehmblöcke. In der vorletzten Folge oder so habe ich das mal gesagt. Ja, dass ich mir jetzt leider nicht den Lehm so färben kann, weil mir noch 2 gehärtete Lehmblöcke fehlen. Aber dabei hatte ich ja diesen Lehm hier, den ich zu Lehmblöcken machen konnte und dann einfach schmelzen konnte. Also, ja, so simpel. Manchmal check ich es einfach nicht. Naja, okay, also 3 Dinge brauche ich. Oh nein, stimmt. Verdammt, bin ich blöd. Ich brauche nur einen. Dann bekommt er dann 8 Blöcke, sonst würde man ja. Sonst wäre es eine totale Verschwendung. Jetzt hatte ich wieder so ein Kloß im Kopf, Alter. Man sagt eigentlich Kloß im Hals, aber ich bin einfach so blöd. Okay. Jetzt machen wir noch hier. Gelb gefärbten Lehm braucht man auch. Jetzt wissen wir auch, wofür die Pflanzen hier waren. Kann man das ja eigentlich auch machen? Wäre völlig nutzlos, aber. Nee, nicht, natürlich. Nur mit dem Gehärteten, ohne Farbe. So, jetzt kann. Ich kann nicht mehr reden. Ich sollte einfach aufhören. Nicht Spaß. Okay, Goldnuggets haben wir mal rein. Machen wir uns mal Goldbarren draus. Brauchen wir eh noch. Hier schmelze ich gerade die anderen. 25 haben wir schon. Da können wir uns ja glatt schon 2 Goldblöcke machen. Brauchen wir nur noch 7. Wartet. 6. 6 noch. Okay, legen wir mal hier rein. Gut. Dann schauen wir mal runter. Cool, du bleibst oben. Okay, hält die Stellung. Und dann schauen wir mal, ob wir da jetzt endlich mal Chicken bekommen oder irgend sowas. Also Lime. White, okay. White können wir eigentlich auch machen mit dem Ding. Oh Mann, hey. Können ja voll die Dinger abstauben jetzt. Voll die Achievements hier. Okay, Blue. Sieht eher aus ein bisschen. Sieht ein bisschen aus wie Türkis oder so. Wie mache ich es jetzt am besten? Baue ich mich so hoch. So. Blue. Und? Moneyman Complete. Was haben wir jetzt bekommen? Ich weiß es nicht, aber ich mache einfach mal das nächste noch. Magenta und hier Yellow, oder? Nee, Pink. What the fuck? Ah, verdammt, bin ich blöd. Yellow haben wir schon. Ja, das war jetzt blöd. Hey, oh mein Gott, ich kann mal reden. Wofür war denn dann die Blume, frage ich mich. Oh, hey. Ein Monument führt zum anderen. Da sieht man's. Jetzt haben wir hier Lime oder blaue, hellblaue Schafe mit denen. Oder warte mal, das ist ja. Das ist jetzt Wolle. Warte mal, stand da oben. Da unten steht nur was von Lehm, ne? Nix von Wolle, oder? Oder steht auch was, dass ich da beim Monumentraum Wolle platzieren muss. Könnte auch sein. Aber das glaube ich jetzt mal nicht.
Ich denke, das ist alles lame. Was mache ich dann mit diesen Light Blue Wool? Weil ich kann es ja nicht zurück versetzen. Warte mal, steht da irgendwo Wolle? Bin ich jetzt komplett blöd? Warte mal, das kann nicht sein. Hier steht schon Lehm, oder? Limestone Clay, okay, Clay. Jo, alles Clay. Okay, was mache ich? Was mache ich dann mit dieser hellblauen Wolle, frage ich mich. Aber hier steht ja nichts von hellblauer, ne? Vielleicht ist es dann da draußen mit Wolle. Ich bin gerade ein bisschen überfordert. Na gut. Ich glaube, ich mache jetzt einfach mal noch einen weißen Lehm. Oder warte, das können wir ja gar nicht. Mann, wir haben ja nicht genug Lehm. Obwohl, hier ist er noch. Oh Mann. Heute ist wirklich verpeilt. So, jetzt hauen wir uns hier mit dem Knochenmehl. Zack, ups. So. Machen wir uns den, oder haben wir uns das nächste Monument fertig. Whitestone Clay. Und was bekommen wir jetzt? Das ist die Frage. Ich möchte mal sehen, ob da oben dann wirklich ein Feuerwerk oder so in die Luft fliegt, oder ob das nur so ein Special Effekt ist. So ein Sound. Oh, nice! Tach! Na, wie geht's? Ja, mega nice. Jetzt muss ich hier leider mal zumachen. Ich möchte nicht, dass die Chicken hier verflüchten. Okay, was war gleich wieder mit? Ah, genau. Eier. Wenn wir jetzt 3 Eier bekommen, dann können wir einen Kuchen machen. Ja, nice. Das ist alles. Das führt alles zusammen. Macht ja auch Sinn, ne? Das zusammenführt. Das würde nicht funktionieren. Captain Obby ist wieder am Start, aber ja, also bis die Eier droppen, muss ich erstmal noch warten. Muss ja dann wieder hochschauen, weil ich habe jetzt kann leider noch keinen Dropper oder so craften und ich möchte mir keinen Dropper. Ich könnte es schon, aber ich möchte es nicht. Oder gibt es denn überhaupt schon diesen Snapshot? Ich weiß es gar nicht. Aber Dropper ist ein bisschen zu teuer. Ich möchte das Eisen lieber für andere Sachen aufbewahren. Und ja, dann würde ich sagen, gehen wir wieder runter und machen unten weiter. Ja Leute, es läuft nicht immer alles so wie geschmiert. Das habe ich jetzt gerade wieder gesehen. Ihr habt es leider nicht gesehen. Da oben steht eine Hexe. Und da oben ist jetzt eine Spinne. Das ist super, wenn ich hier gerade im Gefahrenbereich mich begebe. Ja, also ihr seht es eigentlich hier schon, wenn ich euch das zeige. Es genügt. Und zwar ist die Erde einfach weg. Oder das Gras. Super, oder? Perfekt. Ja, ganz simple Geschichte. Hier standen 2 Creeper. Ich dachte mir nichts Böses, bin hingegangen, bin wieder weg und dann sind die einfach mal explodiert, diese 2 Dudes. Und genauso wie der hier, obwohl ich schon ziemlich weit eigentlich weg war von ihm. Aber naja, so ist es, ne? Gut. Ist ja, finde ich gut, dass ihr damit einverstanden seid. Okay, Leute. Chillt mal. Ich spawn natürlich jetzt die ganze Zeit neu, ne? Das ist jetzt so das Gefährliche. Ach, komm. Lass mich snacken, Dude. Okay, jetzt kommen sie alle daher. Okay, jetzt haben sie mich gefunden. Oh, das wird eine Party jetzt. Das wird eine Party, ich sag's euch. Oh, der ist gut, 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 der ist gut. Oh, 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 oh. Goldhelm, Leute. Ich dachte es mir gerade schon. Warum können die da nicht drüber? Okay, hier ist seine Pause. So, jetzt erstmal einen Goldhelm anziehen. Ist wenigstens ein bisschen besser. Okay, ob ich da jemals wieder hochkomme, ich weiß es ja nicht. Oh Mann, ey, jetzt kommen sie alle, ja, wirklich. Aha. Das ist ja super. Mein Schwert geht langsam kaputt. Ja, toll. Gebt euch das. Hier geht einfach mal die Party jetzt ab. Was soll ich jetzt machen? Die kommen und die hören nicht mehr auf. Die gehen nicht mehr davon. Das können wir vergessen. Alter. Jetzt bin ich ja richtig gearscht. Das gibt's ja nicht. Was mache ich jetzt?
Oh. Ich habe Angst vor diesem Zombie. Ich habe Angst vor diesem Baby-Zombie hier, der kommt jeden Moment her. Okay, ich mache hier mal zu. Alter. Oh nein. 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 Oh Gott. Alter, was war das denn jetzt, bitteschön? Oh nein. Das gibt's ja nicht. Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Ob ich die Sachen jemals wieder bekomme? Ich weiß ja nicht. Mal gucken. Okay, okay. Es könnte noch was werden, Leute. Ich zerstöre sie diesen Block mit meiner Hand. Und ich habe auch hier Wolleblöcke platziert. Ich weiß. Ist vielleicht ein Fehler. Vielleicht auch nicht. Ich habe einfach Wolleblöcke genommen, weil man die, weil ich die schnell wieder zerstören kann. Ohne jetzt eine Spitzhacke dabei haben zu müssen. Oh Gott, ich habe es geschafft. Tatsächlich. Gut, mit diesem epischen Moment jetzt. Ah, da ist schon gleich der nächste. Ja, hallo. Ja, mit diesem schönen Moment würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Gebt einen Daumen nach oben, wenn es gefallen hat. Und dann würde ich sagen, oh, da ist noch was. Gut, haut rein, Leute, und bis nächstes Mal. Ciao.